Bei den Kompostwerken kann man sich eine große Menge Kompost für ganz wenig Geld holen. Das dachte ich auch vor 2,5 Jahren und habe mir da einfach mal Kompost geholt, um einerseits meine Hochbeete mit aufzufüllen und auch etwas für die Voranzucht zu haben, weil meine damalige Kompostade, die ich ja immer selbst herstelle, nicht ganz ausgereicht hat. Für einen Kubik habe ich damals 15 Euro gezahlt. Das große Erschrecken kam dann einige Wochen später, als ich mit der Voranzucht begonnen habe. Und zwar habe ich dann hier so einen Vergleich gemacht, die Komposterde von den Kompostwerken genutzt und meinen eigenen Kompost, den ich halt ein bisschen mit Sand aufgemischt habe. Und der Kompost, den ich halt aus meinem Garten selbst gemacht habe, da wuchsen die Pflanzen optimal, gar kein Problem. Und die Pflanzen, die in der Erde von den Kompostwerken wuchsen, waren immer stets klein und mickrig und das über mehrere Monate hinweg. Und ich wusste am Anfang nicht, warum. Auch habe ich alle Pflanzen nach Trauermücken untersucht und präventiv auch alle mit Nematoden gegossen, damit ich halt diesen Faktor ausschließen kann. Und immer noch hat das alles nichts gebracht. Die einen Pflanzen blieben klein. Und ich dachte mir, was mache ich denn jetzt ganz genau falsch dabei? Bis ich an einem Punkt gekommen bin, wo ich dann am Stammtisch mit dem Daniel von dem Waldgeist ein bisschen geredet habe und er mir so ein bisschen erzählt hat, wie die Erde von den Kompostwerken dann aufbereitet wird, was sie da für Fehler machen. Und dann habe ich mir mal etwas genauer angeschaut, wie denn zum Beispiel bei mir in den Kompostwerken die Erde hergestellt wird. Ist auch interessant für die Leute, die sich Erde aus dem Gartencenter holen, weil die Erde wird auch in der Richtung hergestellt. Und genug schon in Social Media Kanälen gesehen, wie Leute am Verzweifeln sind, weil die Erde so schlecht war, die Pflanzen deswegen eingehen und einfach nur diese Probleme haben in der Voranzucht. Bei den Wertstoffhöfen oder Landkreisbetrieben können die Menschen für eine kleine Gebühr ihr organisches Material hingeben. Die Leute zahlen dafür Geld, dass sie ihr organisches Material wegfahren, obwohl sie es einfach im Garten lassen könnten und so ihre Pflanzen besser wachsen. Aber dann wieder Dünger kaufen oder Erde. Bei dem Grüngut handelt es sich meistens um Rasenschnitt. Dann kommen so andere Sachen wie Beikräuter, etwas größere Pflanzenteile von Stauden, etwas Holzhäcksel und Holzreste. Das wird dann alles bei den Landkreisbetrieben strukturiert geordnet. Das heißt, so wie ich das auch beobachtet habe, ist, dass da viele Landkreisbetriebe einfach einen Haufen machen voller Rasenschnitt, dann Haufen voller etwas gröbere Astschnitte, dann etwas feinere Holzhäcksel und die Schichten alles aufeinander und das auch noch auf dem Betonboden. Und genau das ist ein Problem. Wenn wir uns einen Komposthaufen anschauen, wie der aufgeschichtet werden soll, das heißt immer etwas gröberes Material mit etwas feinerem. Auch hier Kohlenstoff- und Stickstoffverhältnis mit berücksichtigen, damit man halt das Resultat zum Schluss bekommt, dass man eine lockere und krümelige Erde bekommt. Wenn ich jetzt nur Astschnitte aufeinander lege, dann werden sich halt auch Pilze verirren. Die brauchen aber etwas länger, um das zu zersetzen, weil sie halt natürlich auch den Stickstoff benötigen bei dem Grünmaterial. Das heißt, da braucht es auch wieder etwas länger mit der Zersetzung. Wenn ich jetzt zum Beispiel nur organisches Material in Form von Grünschnitt aufeinander schichte, das ist halt sehr fein. Das heißt, es kommt da wenig Sauerstoff ran und es fängt auch an zu schimmeln. Kennt jeder, der halt mal ein bisschen dicker seinen Mulch mit Grasschnitt gemacht hat, wo es dann anfängt heiß zu werden und zu schimmeln. Und das ist auch wieder ein Punkt, wo du dann mehr Fäulnisbakterien hast und hier keine qualitativ hochwertige Erde. Ja, soweit ich mich auch erinnern kann, wird auch sehr viel mit Heißrotten gearbeitet. Mache ich auch ab und zu mal, aber die Erde nutze ich dann eher weniger für die Voranzucht, sondern mehr halt, um meine Beete ein bisschen aufzufrischen und aufzulockern, weil es halt dann in dem Stadium ist, wo es halt von den Bakterien fortzersetzt worden ist und dann weiter vom Bodenleben weiter umgesetzt werden kann. Weiteres Problem, wo ich auch schon ein Video dazu gemacht habe, ist einfach das, was die Leute an den Grüngutstellen auch abgeben. Habe auch da wieder mit einer Mitarbeiterin vor 2,5 Jahren geredet. Und er hat auch gesagt, da musst du halt immer wieder kontrollieren, was die Leute denn anbringen. Weil es gibt da wirklich Leute, die solche Sachen wie Plastikmüll ist da auch gang und gäbe. Da ist zum Beispiel für die Kompostwerke nochmal zusätzlich erschwert, diese Sachen als Bio zu deklarieren. Man hat die Leute solche Sachen damit reinwerfen. Bei mir wurde auch schon mal gekochte Sachen mit reingeworfen, einfach in den Haufen mit rein oder auch tote Tierleichen. Weil es noch nicht ganz selbstverständlich ist, ohne Gift seinen Garten zu betreiben, muss er auch immer wieder mal aufpassen und das auch mit berücksichtigen, dass halt auch Leute Sachen, organisches Material zu den Kompostwerken bringen, die auch mit Pestiziden oder Herbiziden gespritzt worden sind. Und das wirkt sich natürlich auch auf das Pflanzenwachstum auf, wenn du dann Pech hast und dann so eine Erde bekommst, die halt etwas kontaminiert ist. Ich gehe mal davon aus, dass probeweise diese Erde auch immer wieder überprüft wird. Aber da kann man sich dann selbst die Frage stellen, in welchen regelmäßigen Abständen es getan wird, ob alles überprüft wird oder auch nur Stichproben und wie hoch die Grenzwerte auch sind, die erlaubt sind. Und kann man die auch bewerten, ob es sinnvoll ist oder viel zu niedrig oder viel zu hoch angesetzt. Also ich möchte hier kein russisches Roulette mehr spielen, ob ich Pech oder Glück habe, weil ich halt damals ungefähr 100 Tomaten eigentlich
umsonst großgezogen habe. Das war eigentlich für die Katz. Und es sind auch für mich auch mehrere hundert Euro, die ich ja dann nicht verkaufen konnte. Und auch die unnötige Zeit der Pflege, weil die Pflanzen die ganze Zeit mickrig geblieben sind. Von daher mache ich meinen Kompost immer selber. Habe die auch immer über die Jahre ausgeweitet von der Fläche her. Und dadurch halt sämtliches organisches Material mischen. Also sammle alles vom Herbst bis zum Frühjahr, über den Winter hindurch. Holzhäcksel, was ich selbst häcksle. Etwas größere Astnütte, die ich halt von den Leuten bekomme, Laub, Grasschnitt, mein Bokashi zum Aktivieren und schichte das alles gut aufeinander. Red auch hier mit den Leuten, mache hier eBay-Kleinanzeigen auch, dass ich hier die Leute das organische Material zu mir bringen, damit ich das hier besser verwerten kann, damit ich hier meine eigene Erde auch habe, damit auch ich zu 100% weiß, dass meine Pflanzen kräftig werden und wenn was passiert, dass ich selber schuld bin. Und das war jetzt der einzige Fauxpas, der mir die seit den 6 Jahren, die ich die Permakultur betreibe, dass halt passiert ist, dass ich hier diese qualitativ minderwertige Erde habe. Seitdem ich halt wieder meine eigene Komposterde nutze, sind meine Pflanzen wie immer kräftig. Habe dieses Jahr auch null Probleme mit Schädlingen, wenn aber welche kommen, wie Läuse oder so, sind Marienkäfer auch schnell zur Stelle. Schnecken lassen meine Pflanzen auch von vorne weg schon in Ruhe. Da habe ich auch ein interessantes Selbstexperiment gemacht, dass ich von meinem Bauernfreund, der halt von der Raiffeisen eine Gartenerde genutzt hat, hat da Auberginen reingepflanzt. Ich habe die Auberginen bei mir reingesetzt und die wurden sofort von den Schnecken angegriffen. Und die Pflanzen, die ich bei mir in meiner Komposterde gezogen habe, die sind verschont von den Schnecken geblieben bis heute. Wenn bei euch sehr viel organisches Material anfällt und ihr jetzt keinen Platz habt für einen Komposthaufen, könnt ihr eventuell euch eine Wurmkiste anschaffen, werde ich auch unten in der Videobeschreibung eine verlinken. Wunderbar auch für Stadtgärtner, um halt hier schöne Wurmkomposterde zu bekommen. Wurmhumus, da wo man auch den Tee abernten kann. Oder einfach einen eigenen Bokashi auch machen, damit du auch später deine Erde zum Beispiel auch in den Töpfen aufbessern und erdisieren kannst, damit deine Pflanzen immer wieder in einem Kreislauf mit integriert sind. Das ist halt für mich das Wichtigste, warum ich halt auch zu den Leuten sagen, die sollen zu mir die Sachen vor Ort bringen. Einfach aus dem Grund, dass halt der Nährstoffkreislauf geschlossen wird und nicht halt alles Mögliche zu den Landkreisbetrieben geschifft werden, die dann eine qualitativ minderwertige Erde machen. Ihr noch Geld dafür zahlt auch noch Geld für die Erde aus dem Gartencenter oder bei den Kompostwerken und wundert euch, warum eure Pflanzen dann nicht wachsen, weil es viele nicht optimal verkompostieren, damit halt hier eine fruchtbare Erde entsteht. Das sind die Gründe, warum ich ungern Erde aus den Kompostwerken, Gartencenter oder aus dem Discounter halt nutze, einfach weil es halt, sagen wir mal, Schickerde ist, wo halt einfach nur schwache Pflanzen rauswachsen und die Zeit möchte ich halt nicht verplempern und den Aufwand, den ich da mache und mich auch noch ärgern, warum meine Pflanzen nicht wachsen. Also das mache ich nicht nochmal. Lieber selbst die ganze Komposterde machen und dann weißt du auch, was in deiner Erde wirklich drin ist und ich kann dir vergewissern, deine Pflanzen werden richtig gut wachsen. Sonst in diesem Sinne, wenn ihr das Video Mehrwert gegeben habt, gerne einen Daumen nach oben geben. Gibt genug Leute, die ich ja den Social Media Gruppen halt sehe, die halt immer wieder das Problem habe. Teile das auch gerne an den Freunden, Bekannten, wenn das der Fall ist. Sonst gerne auch unten in die Kommentare schreiben, welche Erfahrungen du zum Beispiel auch mit den Erden aus den Kompostwerken gemacht hast. Ähnliche oder auch komplett andere, lese ich auch sehr gerne. Und sonst den Kanal auch kostenlos abonnieren und dann noch auf die Glocke drücken. Verpasst du wirklich keine spannenden Videos wie hier die zwei an der Seite.